Hey Leute, ihr nutzt doch sicherlich auch WhatsApp, Facebook, Twitter oder andere ähnliche Dienste. Wenn ja, habe ich jetzt eine Neuigkeit für euch, was zumindest Twitter anbelangt. Mehr dazu erfahrt ihr nämlich in dem folgenden Video. Das weniger mehr ist, war bislang Kernbotschaft von Twitter. Nach 140 Zeichen ist Schluss. Dummerweise hat sich der Reiz des Knappen offenbar abgenutzt. Jedenfalls wird die Twitcher-Gemeinde nicht mehr so schnell, wie es die Anteilseigner gern hätten. Also wagt man das bislang Undenkbare und erwägt, der Kundschaft Nachschlag zu genehmigen. In einem Testlauf werden jetzt ausgewählte Twitter-Accounts für doppelt so lange Botschaften, also 280 Zeichen, freigeschaltet. Während die Führungsetage und einige amerikanische Tech-Journalisten bereits Zugriff auf die 280 Zeichen bekamen, scheint US-Präsident Donald Trump nicht zu den Auserwählten zu gehören. Seine traditionellen Tweets hatten noch die übliche knappe Länge. Der Test soll in allen Sprachen außer Japanisch, Chinesisch und Koreanisch laufen, weil in diesen Sprachen ohnehin mehr Inhalt mit weniger Schriftzeichen vermittelt werden kann. Laut Twitter erreichen nur 0,4% der Tweets auf Japanisch die Länge von 140 Zeichen. Die Beschränkung auf 140 Zeichen ging darauf zurück, dass Twitter beim Start vor mehr als 10 Jahren zunächst auf Basis von SMS-Nachrichten aufgebaut war. Nach kurzer Zeit war die Obergrenze dann technisch nicht mehr erforderlich, blieb aber als Markenzeichen erhalten. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Ich würde mich jederzeit auch über Abos freuen. Wir sehen uns bei meinem nächsten Video.